Dann sehe ich jeden den nächsten Herold, wie er sich nach Sovngarde, von Sovngarde abwendet und freiwillig die Jagdgründe betritt, bis ich an der Reihe bin und ich den großen Zun am Dunst verhangenen Horizont erblicke, wie er mich herbeiwinkt. Ich habe offenbar eine Wahl. Was? Ich habe offenbar eine Wahl. Und dann sehe ich an meiner Seite eine unbekannte Gestalt, die ich zuvor noch nicht bemerkt hatte. Als ich die Augen von sie blicke, drehen wir uns um und sehen eben jenen Wolf, der zuvor Türfik verzehrt, weggezehrt hat sich. Genau, nicht mehr lesen. Ja, die ganze Beerdigung hat mich jetzt auch schon mitgerissen. Und sie und ich ziehen zu gleicher Zeit die Waffen. Mir ist bewusst, dass das nur ein Traum ist, aber er ist immerhin stark genug, um einen Mann wie mich zum Schreiben zu bringen. Also muss er eine gewisse Bedeutung haben. Ich habe meine Gedanken vor dem Zirkel ausgesprochen und dabei den Teil über den Fremdling ausgelassen, damit Skjör sich keine Sorgen macht, dass ich seinen Rat nicht länger suchen werde, und es überraschte mich nicht zu sehen, wie hin und her gerissen sie waren. Skjör und Aela sind starke Anhänger des Weges der Bestie. Stark zu und schienen sogar anzudeuten, dass die Jagdgründe ihre Wahl für das Leben nach dem Tod wären, wenn es denn tatsächlich eine Wahl gäbe. Dekas schien am tiefsten erschüttert. Der Junge ist im Kampf so wild wie ein Säbelzahntiger. Doch manchmal lodert das Feuer seines Herzens zu stark. Er fühlte sich betrogen und ich kann es ihm nicht verdenken. Farkas wusste nicht, was er denken sollte. Doch ich glaube, er wird sich am Ende auf meine Seite und die seines Bruders stellen. So geschieht es jedenfalls meistens. Ich weiß nicht, wie ich mit Skjör und Aela umgehen soll. Ich weiß, dass sie die Gefährten und mich respektieren, aber sie finden mehr Gefallen am Blut als der Rest von uns. Das Glück ist uns hold. Gestern erzählte Vilkas mir, wie schwierig es für ihn gewesen war, seine Verwandlung aufzugeben. Bis wir ein echtes Heilmittel finden können, haben die Zwillinge und ich beschlossen, dem Bestienblut nicht nachzugeben. Ich habe dadurch einen klaren Kopf bekommen, doch Vilkas scheint etwas darunter zu leiden. Farkas scheint völlig ungerührt. Dieser Junge versetzt mich mit seiner inneren Stärke immer wieder ins Erstaunen. Während Vilkas sich mir anvertraute, sah ich durch die Schatten von Jorvaska, wie sich ein Neuankömmling näherte, der sich uns anschließen wollte. Es war die fremde Gestalt aus meinem Traum, die sich mit mir der Bestie entgegenstellen wollte. Vilkas begann in Andeutungen zu sprechen, da er unsere Probleme nicht vor unserem Gast ausbreiten wollte, und ich musste doppelt vorsichtig sein, um keines unserer Geheimnisse dem Gast gegenüber zu enthüllen und gleichzeitig die Einzelheiten meines Traumes vor Vilkas geheim zu halten. Ich weiß nicht, wie die Politiker Tag für Tag mit dieser Taktikerei umgehen können. Auf jeden Fall habe ich Vilkas ausgeschickt, um unseren Gast zu prüfen. Wir werden sehen, ob sie wirklich der große Krieger ist, von dem ich geträumt habe. Der Neuankömmling scheint vom guten Stamm zu sein. Sie nennt sich Chikorn und hat es geschafft, einige aus dem Zirkel bereits mit erstaunlichen Leistungen zu beeindrucken. Ich bewahre zunächst noch Stillschweigen über Chickens Rolle in meinem Traum. Erst will ich sehen, wie sie sich macht, bevor ich mich sie offenbare. Unterdessen suche ich nach Möglichkeiten, mein Blut zu reinigen. Es gibt nur vereinzelt und widersprüchliche Aufzeichnungen und Legenden über diesem Thema. Ich würde die Zauberer dabei gerne aus dem Spiel lassen. Befürchte aber, dass dies am besten Wissen, wie man durch die Welten des Wissens navigiert. Jetzt ist mir klar, dass Terfiks Wahl, uns auf einen neuen Weg zu bringen, tatsächlich ein Fehler war. Magie und dergleichen passen nicht zum Geist der Gefährten. Wir stellen uns unserem Problem direkt, ohne auf solche Hilfsmittel zurückzugreifen zu müssen.
Ich kann nur hoffen, dass es mir gelingt, uns auf den wahren Weg Isgramos zurückzuführen, bevor die Fäule mich dahin rafft. Chicken beeindruckt die Gefährten immer mehr. Ich weiß noch nicht, wie sie zur Frage des Blutes steht, aber noch hat sich die Frage nicht ergeben. Sie weiß, dass wir das Bestienblut in uns tragen und scheint deswegen Neugier zu verspüren. Ja, immer dieses Chicken, neugierig wie und je. Bald werde ich unsere Probleme erklären können und werde dann hoffentlich sehen, welche Rolle sie dabei spielen wird. Ich bin erstaunt, dass Aela glaubt, in diesem betrunkenen Haufen ein Geheimnis bewahren zu können, besonders durch den Verlust von Skior, was mir das Herz zerreißt. Liegen die Gefühle blank und die Mauern der Besonnenheit sind die ersten, die fallen. Offenbar führen sie und schicken ihren eigenen Krieg gegen die silberne Hand, um Vergeltung für Skios Tod zu üben. Ihre Herzen sind edel, doch der Pfad der Rache ist ungestüm. Erzähl das mal, Batman! Und ich fürchte den Gegenschlag, der kommen könnte, wenn sie ihre Wut nicht zügeln. Chicken jedoch zeigt Heldenmut, sogar in diesen hinterhältigen Zeiten. Wir hatten noch keinen Anlass, viel miteinander zu reden, und das bedauere ich tief. Ich hege große Hoffnung für sie Schicksal. Was? Für sie Schicksal. Für ihr Schicksal. Denn mir ist klar geworden, dass die Tatsache, dass sie mir im Traum erschienen ist, tatsächlich ein Zeichen dafür sein könnte, dass sie mir als Herold nachfolgen wird. Ich habe im Laufe meines Lebens wenige Träume empfangen, aber wenn sie kommen, habe ich gelernt, ihnen zu vertrauen. Ebenso habe ich gelernt, den Instinkt meines Herzens zu vertrauen, das mir sagt, dass Chicken das Vermächtnis der Gefährten ebenso wahrhaftig weiterführen kann, wie jeder andere, der in Yorvaska beheimatet ist. Besonders nach dem Verlust von Skior. Ayla ist zu einzelgängerisch, Vilkas zu feurig und Farkas ist zu gutherzig. Ach, und ich bin nichts von all dem, oder wie? Nur Chicken ragt als wahrer Krieger heraus, der zwischen diesen brennenden Herzen einen scharfen Verstand bewahren kann. Sorry, aber das ist irgendwie lächerlich. Ja, ich. Nee, nee. Was glaubst der du? Doch noch braucht Chicken von meinen Gedanken nichts zu wissen. Diese Last ist zu groß, um sie einen anderen aufzubürden. Ich hege die Hoffnung, dass sie und ich uns im Laufe der nächsten Jahre miteinander beraten können, sodass ich die Weisheit der Herolde weitergeben kann. Alles zu seiner Zeit. Zunächst werde ich mich der Unterstützung von Chicken in der Angelegenheit der Schluchtfeuerhexen versichern. Es sieht so aus, als brächte unser Weg zur Heilung denjenigen ausgleichende Gerechtigkeit, die uns überhaupt erst verflucht haben. Ja, nur leider wird es nicht mehr zu diesem Gespräch kommen. Alles zunichte gemacht durch die silberne Hand. Alles. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich beitreten dürfte. Mittlerweile scheinen sie aber jeden aufzunehmen. Warte, ich muss doch erstmal das letzte Fragment abgeben. Ja. Sachen vergessen halt, ne? Ja, ich habe das letzte Ihr seid Fragment. zurück. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Kann passieren. Welche Art von Waffen bevorzugt ihr? Ich mag kleine, schnelle Klingen. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Ja, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Gehen wir mal in die Tiefenschmiede. Der Alte hatte nur einen Wunsch, ehe er starb.
Und der wurde ihm nicht erfüllt. Echt mal. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Vilkas. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Er wollte Iskramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihn gerecht. Kodlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Echt mal. Wir sollten Kodlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kodlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Echt? Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Tun wir das? Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wutrat nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen. Und die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserer Schildschwester hier zu verdanken. Ja, ich weiß. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kodlaks werden die Wiedergeburt von Wutrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrat in die Schlacht zu tragen. Ja, zweihändige Waffe, danke. Darauf vorbereiten, zum Grab von Iskamor aufzubrechen. Für Kodlak. Für Kodlak! Wieso stürmt ihr alle mit euren gezogenen Waffen heraus? Tschüss. Ja, aber wir werden uns noch nicht nach Iskramor aufbrechen. Wir werden erstmal woanders hin aufbrechen. Naja, ihr geht zu Iskramor und Chicken. Geht nochmal ein bisschen Jol abholen. Ein bisschen. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht dir wirklich an... Seid vorsichtig, Mjoll. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Oder Schlimmeres. Mjoll ist nicht hier! Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Eren. Ich war... Oh, ich hab's gerade gehört. Hä? Mjoll unsichtbar, oder wie? Unsichtbare Mjoll, unsichtbare Mjoll. Mjoll, bist du zu Hause? Spielst du jetzt Versteck mit mir? Einen guten Tag wünsche ich. Ich bin direkt hinter euch. Nein, du bist vor mir. Lumiol. Andere Sachen, die wir machen. Wollen, müssen, tun. Von hier nach da. Ja, mach ich so. Diese zynische Wendung! Ich gehe zu Dickbockgrotte, wo ich Sidgen getötet habe, und wer kommt im Ladebildschirm? Ein Werwolf. Er wird dort im Ladebildschirm weiterleben. Oh, schon wieder Drache. Was hat er? Du hast den Feuerball. Du warst texturlos. Glaubt ihr, ihr könnt es mit mir abnehmen? Ja. Ja, da gewartet hat.
Ich weiß auch nicht, was du willst. Wo bist du denn, älter Drache? Feuervieh, okay. Frosty, Frosty. Oh? Hey.